damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Division Let's Survival. Wir spielen heute mal einen Test. Wir sind jetzt mit 9.1 im Live-Server und wollen Viewpoint Museum spielen. Heroisch, um zu schauen, wie agieren denn die NPCs, wie viel Schaden machen die, was soll sich zu TU10 ändern. All communications coming in and out of the building will be controlled from the production studio on the top floor. So you'll need to find it and secure it. Ich habe ein bisschen Musik drin, wenn ich alles richtig mache. Und wir wollen natürlich gucken, wie agieren die NPCs. Was machen sie denn so für Damage? Wie treffsicher sind sie? Und was haben sie so auf den Kasten? Und wie verhalten die sich vor allem? Das ist ja eigentlich ein wichtiges Ding. Ich habe eine Shotgun. Der Unterschied, also vom Live-Server zum Test-Server sind bei der CTA, die ich habe, 6000 Grundschaden, die im Live-Server 2 waren. Ich habe den neuesten noch nicht gespielt. Der kam heute. Die dritte Phase und wahrscheinlich auch die letzte Phase. Da wird jetzt nochmal ein bisschen was angepasst, balanced. Aber es geht vor allem darum, wie groß oder wie marginal sind die Unterschiede. Es wird ja nur gefeintuned, mehr oder weniger. Aber dieser Feintuning, der ist natürlich wichtig, weil zum Beispiel NPCs nicht dauernd treffen. Oder halt zum Beispiel, dass hinter Deckungen NPCs mit Pistole schießen. Oder dass zum Beispiel die Granaten auch nicht permanent dich absacken. Ne? Und zum Beispiel dicker. Auch dass zum Beispiel rote genauso viel Schaden drücken wie goldene. Ja? Ja, klar. Ja. Habt ihr gesehen? Eine Granate, komplette Rüstung weg. Waren 600.000. Ja, und das passiert zum Beispiel in TU 10 nicht. Ja, komm her. Jetzt guckt er unten rechts raus und schießt natürlich schön drauf. Wenn ich jetzt auch schieße, will er wieder in Deckung gehen. So. Es ist, ja, es nervt halt eigentlich nur. Zum Beispiel, dass die Granate gerade komplett die Rüstung weggehauen hat.
Und so ein Viertel meines Lebens. Das ist einfach total unnütz. Ja. Also das, ja, Granate muss Damage machen, klar. Sonst wäre es ja keine Granate. Aber man muss ja nicht hier gleich komplett übertreiben, meiner Meinung. Wahnsinn. Na komm. Das ist Wahnsinn, der ist da hinten und schießt mir einfach von da hinten schön die Kugel in die Fresse. Naja, das war jetzt noch nicht das Paradebeispiel für Damage, aber wenn er gewollt hätte, hätte er mich auch wegrotzen können wieder. Wie immer. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Gerade wenn man alleine spielt. Bleib mal da oben. Ja, der hat da oben einfach der Rote einmal komplett auf mich gerotzt. Und dann war ich weg. Meine komplette Dreiviertelrüstung komplett weg mit einer Salve. Und da fragst du dich dann halt eigentlich, warum bist du eigentlich ein Agent? Wenn das so ist. Ich ein Glück, dass sie nicht getroffen hat. Ja. So, in dieser Phase ist natürlich interessant. Die NPCs verstecken sich gerne hinter dem Mauern. Da kommt man nicht ran. Ne? Deswegen versuche ich immer ein bisschen näher ranzukommen. Ja, rot hat mir die Hälfte der Rüstung runtergeschossen. Von da hinten. Zwei Schuss oder so. Seht ihr das? Das war da hinten. Es ist einfach unschön. Ich nehme mal Medikit für alle Fälle. Weil da ist nämlich noch ein Granadi. Hinter mir ist ein Granadi. Ein Sturm. Wisst schon. Ein Shotgunner. Na toll.
Nettler, eine Granate, habt ihr gesehen? Das ist unschön. Das ist einfach nur unschön. Also keine Chance. Ja, Pisser weg. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon genug Gegner habe, ne? So, jetzt habe ich nur noch einen Medikit, ne? Das wird natürlich richtig, richtig böse. Ach, zwei. Okay. Einsammeln. Haben wir unten noch eins irgendwo? Ich gehe mal kurz runter gucken. Es wäre sinnvoll, wenn wir noch ein Medikit haben. Denn das kann gleich böse enden. Ja, aber nicht gut. Gehen wir nach oben. Gehen wir hinten rein. Lassen uns mal abmetzeln. Zumindest kriege ich aufs Dach noch eins. So. Es handelt sich nur noch um Minuten, dann sind wir auf dem Dach. Go, go, get out of here. Ja, hau ab. Komm. That must have been Wade. Would have been nice to bag him, but he's not your primary objective. Get to the TV studio and get these guys off the air for good. Ja, ja, ist ja gut. Einer reicht mir, würde ich sagen. Aber mein Medi, mein Dings wollte wieder. Okay. Das war easy. Tatsächlich sind sie zum ersten Mal da oben gewesen. Oh, komm mal hier. Easy geht. Und ich würde auch empfehlen, dass wir da wieder hingehen. Hier hin. Haben wir hier so ein bisschen Deckung. Dann ist man schon ein bisschen beschränkt, wie die sich bewegen. Das ist manchmal echt auch nicht schön. Hallo. Ich sehe dich. Na, hallo. Ist aber schön, dass du da mir ein bisschen Freiheiten lässt. All site facilities are reset to default. Under direct SHD control. Oh. It's good to hear. Blutbad. Da nehmen wir doch mit.
Fluctuations in local power detected. Communications facilities offline. What the hell? I'm seeing multiple hostiles on the roof. They're setting up EMP jammers around the radio. So, da gehen wir nach oben. Trying to sabotage the mast. Without it, no one can broadcast from viewpoint. Agent, get to the roof. Das wird interessant, weil da ja drei Störgeräte sind. Die müssen wir noch ausschalten. Und das natürlich alleine. So, mach auf. Dankeschön. Wade is using EMP jammers to overload the radio mast. Take them out before the mast is destroyed. System malfunctioning. You won't be able to use your shade tech as long as that EMP jammer is active. Take it out. Structural integrity at 75%. Agent, you've got to stop Wade. We need that radio mast. System restored. Ja, toll. System curtailed. System reactivated. System malfunctioning. System restored. System curtailed. System back online. System malfunctioning. System reactivated. System curtailed. Yeah, yeah, tschüss. Electromagnetic charge depleted. It's time to heal. Hey. Better find that choke. Hallo. Ja. Das? Der ist ja total geil, oder? Oh Gott. Nein, nicht. Hallo. Danke. Das war jetzt mein Fehler. Der ist durch die Gegend gesprungen. Oh oh. Oder gehen. Tschüss. Ich hasse diesen MPT. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Geschafft. Anstrengend, aber wir haben es geschafft. Okay. Das war's schon. Ihr habt gesehen, die NPCs, wie sie sich bewegen, wie sie quasi agieren, wie sie treffen, was für Schaden sie austeilen, was die Granaten für Damage tun. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr unten einfach mal eure eigenen Erfahrungen als Kommentar da lasst. Würde mich sehr freuen, auch mal von euch zu lesen. Was findet ihr momentan am nervigsten?
Und was wünscht ihr euch denn für das nächste Update TU10 genau? Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie es dann in TU10 dieselbe Mission mit demselben Set ist. Also haut rein, bis später.